So, schauen wir mal, ob das was wird hier. Wir haben anscheinend einen Vent hier. Hallo? Wie? Oh boy. Ja gut, ist jetzt, ne, der Kies ist jetzt damit nicht gelaufen, aber ist halt jetzt ärgerlich, dass meine Inka schon fast durch ist, bevor hier Action passiert, ne? Naja. Ärgerlich an der Stelle. Hat er den Käfig aktiviert? Ja, ne? Hat hier letztens so Kollegen, die haben dann einfach den Käfig nicht angemacht. Das ist dann auch ein bisschen ärgerlich. Muss ich hier nochmal nachinkern. Manchmal geht es mir aus, dass ich hier dann auch gar nicht Inker ziehen muss, ne? Wenn du schnell genug bist und dann noch ein bisschen was über hast. Ich bin nur so ein bisschen überlegen, ob du die theoretisch auch reinziehen könntest, ne? Dass du 10 Stacks kriegst. Shockwave. Shockwave. Versuch die Shockwave halt möglichst an den Rand da abzulegen. Jetzt ziehen wir sie mal einen Ticken weiter. Da wollen wir nicht drin stehen. Shockwave. Dass die Gruppe halt möglichst wenig moven muss. Im Optimalfall. Shockwave. Ich weiß gar nicht, ob mir hier runterfallen kann, theoretisch, ne? Shockwave. Also ich glaube zwar nicht, aber... I don't know. Ich bin halt überlegen, ob ich den hier theoretisch mit reinziehen könnte und die zwei großen machen kann. Es müsste wahrscheinlich eigentlich schon gehen. Glaube ich zumindest. BTW, bei deiner Taylorship-Liste kannst plus 1 machen. Was soll das heißen? Das müssen wir jetzt erklären, was du damit meinst. Ich pull die einen beiden wieder zusammen. Hätte ich gesagt. Okay, warte mal. Sollen wir mal ein bisschen gucken hier? Sollte mal ein bisschen was mit interrupten. Was haben wir denn eigentlich für einen Heiler? Haben Shami, ne? Ich hab Ding drauf. Ich hab mal wieder nicht geguckt, was ich für eine Gruppe hier eigentlich reingejoint bin. Gejoint, geportet und los geht's, ne? Holy moly. Hat den Heiler jetzt 3 Stacks gekillt? Dafür hat er geangt? Das ist natürlich suboptimal. Was macht der Hexer? 40k. Boah, der Magier hat richtig rausgeratzt, ne? Aber das ist... Oh fuck, wir haben richtig Stacks jetzt. Aber der Heiler tut sich bei 3 Stacks schon schwerer als Shami, okay? Ein bisschen gucken. Extra einen Ticken langsamer gemacht. Mana hat er aber immer noch, ne? Also das sieht gut aus. Ich hoffe, diesmal lässt sich keiner wegbredeln. Ich war ja eben schon mal drin mit einer Gruppe, wo es dann beim zweiten Boss nicht gut ausgegangen ist. Die haben sich hier in den Boss wegbredeln lassen, als er seinen Hit macht, ne? Hier, den hier. Reinchargen. Defensive. Special coming. Der halt immer noch. Defensive.
Ich delay meine Inka wieder hier. Stack. Ah, da hätte ich ja fast die Convoke jetzt anderes nochmal ziehen können. Ah. Special coming. Ah, das war jetzt dumm, dass ich jetzt die Baumrinde gezogen habe. Weil ich kann eigentlich wahrscheinlich als Tank auch fast stehen bleiben, wenn ich eh meine Orb als erstes soak, ne? Weil er ist, also er ist nicht gestunt, aber er bleibt dann kurz stehen und macht nichts. Jetzt könnte ich halt Inka, ne? Der Boss hat nur 36%. Special coming. Ah, ich weiß nicht, ob ich stehen bleiben kann, wenn ich ehrlich bin. Bisschen risky. Defensive. Aus dem Totem rausgekickt. Mach ich nochmal eine Heilung rein. Stack. Kann ich mal defensiv contwalken? Holy moly. Das kann ich vom Charmy nicht, dass er mich irgendwie nicht hochgezogen kriegt. Special coming. Oh fuck, da sind alle Dinger drin. Dafür habe ich jetzt halt meine Inka aufgespart, ne? Dass ich hier halt rein lasern kann. Die können eigentlich jetzt nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Decken halt nicht mal. Interrupt. Ich hoffe, dass die Gruppe mehr Movement hat, ne? Also jetzt gesehen auf dem zweiten Boss. Das ist nämlich der Knackpunkt. Also Shinny und ich sind immer noch nicht zusammen. Das ist natürlich blöd. Ja, vielleicht beleben wir Taylorship mal wieder. Aber dann brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Girls hier. Weil der Jungs zu Mädels, na, das Verhältnis ist, glaube ich, ein bisschen schlecht, wenn wir ehrlich sind. Da können wir halt dann, wenn dann nur die Premium-Exemplare vermitteln, dann wird es schwierig. Also ich mach's jetzt auch wieder safe. Wir machen jetzt die hier und dann pullen wir die anderen hier ran. Ah, der hat den Cage schon geöffnet. Run. Ich pulse her. Scheiß drauf. Interrupt. Also, wahrscheinlich wird es easy gehen, dass wir die da zusammenpullen, ne? Aber ich bin mir dann immer nicht so sicher, weil der Carsten hat schon ziemlich viele Mobs. Run. Wir die jetzt so schnell. Und dann haben wir halt zwei von denen, wo du weglaufen musst. Nicht, dass mir Interrupt. Da die Gruppe. Quasi wegkippt. Wisst ihr, was ich meine? Da bin ich dann immer so ein bisschen, Ah, schade, wir haben jetzt nur 4 Stacks reingekriegt. Hat er den Cage auch zu spät aufgemacht. Run. Theoretisch können wir die da reinziehen. Theoretisch.
Run. Interrupt. Weil sie hauen mich durch die Inka gerade runter? Interesting. Die wollten Uhr und die haben Wo rausgeholt. Perfekt. Der Heiler schreibt Uhr, please. Oh, der Interrupt gerade noch. Na, ne, 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 ich sterbe hier nicht im Volcanic. Er hat einfach so der Erdede rausgeholt. Ich hätte wahrscheinlich die eine Gruppe hier auch reinpullen können. Ja, den kicken wir nochmal. Komm, ich hau mal einen Eulenkonvok raus auf den Single-Target-Mob. Ich versuche die einen jetzt nicht mehr rüber zu ziehen in den Cage. Das ging vorher nicht so ganz gut. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Was sind jetzt ein. Achso, der Shami ist vorhin gestorben, ne? Irgendwie bei dem ganz normalen Pack. Ich weiß jetzt immer noch nicht, an was der gerippt ist, ehrlich gesagt. Emil, ich grüße dich. Das Ding ist, die Mobs, die wollen halt immer nicht vernünftig mitkommen, ne? Ich würde die jetzt halt eigentlich hier in den Käfig ranziehen. Aber... dann versuche ich lieber von hinten Mobs an den Käfig ranzuziehen. Wenn man halt Inka ready hat. Was zur Hölle hat jetzt den Magier getötet? Ah, nee, ich hau hier keine Battle Rats raus. Wir brauchen die Battle Rats beim Boss. Was zur Hölle hat den Magier umgelasert? Der hat einen Tick gekriegt von irgendeinem Dot. Günstig. Ich muss das Ding aktivieren. Der used den Ding hier nicht. Oh boy, ich zieh die extra in den Cage rein. Oh, come on. Jeder Kill will halt irgendwie nicht rankommen. Super. Den Cage halt. Haben wir halt überhaupt nicht benutzt jetzt. Ich hab extra die Mobs rangepullt. Oh. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Cage. Also ohne Scheiß, ich glaube, ich spiele jetzt selber Ventier hier. Das so oft, dass das nicht klappt. Ich pull zwei Packs zu dem Cage und die machen den Cage nicht auf. Wo ich mir denke, noch deutlicheres Signal, dass wir vielleicht den Buff haben wollen, gibt's halt eigentlich nicht. Beim den Cage könntest du halt auch gut für den Boss verwenden, ne? Watch your step. Versuchen, die zurück in den Cage zu pullen, aber das mit den ganzen Caster-Scheißviechern wird zwar nicht klappen. Ich glaube, das lassen wir einfach lieber. Haben wir die halt normal jetzt hier und hoffen halt einfach, dass die beim Boss richtig moven und dass das klappt. Thank you.
Mein Desorientieren zwischendrin. Und da war der Magier ein bisschen schneller mit dem Interrupten. Oh, Heiler scheint Mana zu haben. Lads. Ey, kam die Orb jetzt schon? Jetzt habe ich nicht mehr. Irgendwie habe ich jetzt den Faden verloren. Kam die jetzt schon? Fuck. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Ich hab den Dings verloren, das war jetzt my bad. Kill ads. Warte nochmal rüber. Bin aus dem Takt gekommen. Kann ich mich displayen? So raus, jetzt sind wir natürlich schon wieder alle ziemlich in Melee-Range gestackt. Lads. Okay, okay, geht rüber. So kacke, wenn er das castet, dann kommt er halt leider nicht mit, der Boss. Eine, okay, der eine war schneller als ich mit dem Display. Muss das Ed halt echt schnell killen, sonst lasert dich das weg. Fuck it, der eine hat das Ding. Das war der Magier, steht wieder in Melee-Range. Why? Ding abgekriegt. Warte noch. Okay, sieht gut aus. Ich hab zwischendrin schon den Heiler rippen sehen, ne? Der war verdammt low. Ah, warte mal, ich hab die Gruppe nicht gefragt wegen Skip. Watch your step. Ich hoffe, die haben alle einen Trank dabei, ne? Sonst muss ich dann retzen. Watch your step. Shit, ich habe das jetzt denen nicht geschrieben. Ich hoffe, die haben alle einen Trank. Kommen nicht weit genug mit. Ich will die Putt will ich nicht haben. Weiter weg. Fuck, wir haben die Putt geedit. Bin extra ganz nach hinten gelaufen. Habe ich denn noch Inka? Haben wir auf jeden Fall genug Prozent. Fuck, wir haben nochmal hochgestackt. Alter, viel zu viel Prozent.
Interrupt. So, wie das alle den Pot dabei haben, ne? Schauen wir gleich mal. Normalerweise will ich den immer bei der Gruppe hier dabei haben, aber das war jetzt leider nicht machbar. Interrupt. Gut, wir haben jetzt halt 5% zu viel gemacht. Perfekt. Die Pat dann noch dazu gespawnt ist. Ja, ich zieh meine Inka einfach beim Boss, egal. Interrupt. Interrupt. Das war jetzt nicht optimal damage-technisch, aber death-technisch ist schon gar nicht schlecht. Kicken? Ja, dann noch 19 Minuten. Naja, gut, müssen wir uns ein bisschen ranhalten hier. Interrupt. Heiler Mana sieht gut aus. Ich hoffe, alle haben auf meinen Dings Defensive gehört. Hot-safen sollen. Oder haben sie aber nicht genug Kugeln aufgesammelt? Range 5. Ich habe extra nur 2 genommen. Defensive. Aber gar keine Kugeln, obwohl ich eine Kugel muss ich fast nehmen. Nimm mal die Kugeln, die weit außen sind. Okay, die ist noch offen. Ich glaube, jeder hat 3 oder 4 Kugeln tatsächlich sogar, die er nehmen kann. Kann mal ein bisschen konvolten. Defensive. War fast ein bisschen gefährlich gerade. Ah, ich glaube, die Convoke einen Ticken zu früh abgebrochen. Aber ich wollte nicht rippen. Und danach macht er immer relativ zügig sein Special Ability, wo ich meine Defensives halt haben sollte. Komm mit. Komm, da sind so viele Orbs, nehmt die halt. Holy moly, ich versuche extra die überzulassen. Und die Leute nehmen die Orbs nicht. Defensive. Ich muss auf jeden Fall das Schild mitnehmen, das darf ich jetzt gleich nicht vergessen. Das letzte Mal habe ich auch den Skip gemacht und habe das Schild nicht mitgenommen, ne? Weil ich ein Vollidiot bin. Ich muss es so deutlich sagen. Vorne am Boss ist auch noch eins. Komm, nimm das halt mit. Es liegen halt hier. Also, es tut mir leid, Range ne? 5. Kann halt. Ich wollte gerade schauen, dass ich. Defensive. Liegen halt so viele Orbs da rum. Da lagen 3 Orbs rum. Ich weiß nicht, was die Leute machen. Der eine kann in die. Der Heiler kann in die Dings gehen, ne? In die Wolfsgestalt. Der ist richtig schnell. Versteh's halt einfach nicht. Warum er die dann nicht mitnimmt? Wenn ich schon so extra wenig nehme. Range 5. So viel zu entdecken. Bleibt der My Bad. Ja, gut, okay. Kann niemand entkommen! Auch ihr nicht!
Einer sagt, need 10 seconds. Ich habe extra geschrieben, dass wir Pots safen sollen. Das hat halt kein Raw, aber das müsst ihr trotzdem schaffen. Okay. Sind alle durch? Ich habe jetzt geschrieben, dass sie Cooldowns safen sollen, weil ich werde die einen dann gleich hinten in den Cage rein. Also wenn wir den runtergehauen haben, pull ich die in den Cage hinten rein. Find shelter. Bitte mach den Cage jetzt an. Ich glaube, er ist an, ne? Der DH hat sich von dem Ding killen lassen. Von dem Hit. Der Magier auch. Find shelter. Nein, jetzt ist der Heiler, hat sich von dem Hit weg hitten lassen. Das kann ich einem nicht erzählen. Fuck, das ist Ursing. Also, wie kann ich in einem 19er Key mich von diesem Kackviech wegsnacken lassen. Mal 2 Minuten Debuff. Können halt hier nicht retzen, ne? Du kommst nicht aus dem Combat raus. Da wird's dann auch bald keine Heilung mehr. Okay. Die müssen die Mobs weghalten von mir. Die sind solche Vollidioten. Die haben sich einfach von dem einen Hit wegsnacken lassen. Du musst auf ein Movement-Ding aufpassen und das verkacken sie halt. Vor allem auch wieder der Heiler. Warum muss der in den Mobs drin stehen? Der könnte hier stehen, alles easy, aber er muss sich in die Mobs reinstellen. Safe CR vor Boss, schreibt er. Da haben wir halt unseren ganzen Buff und alles verloren, weißt du? Manchen Leuten kannst du wirklich immer nur eine Gruppe pullen, sodass sie nicht zu viele Mobs haben, wo sie drauf gucken müssen. Ohne Scheiß. Kriegst so einen Hass, echt. Der Magier ist durchgekommen, oder Heiler?
Wenn er jetzt die Mobs ranzieht, dann... Ja, der Heiler kommt halt nicht durch. Ich habe ihm gerade geschrieben, dass ich ihn retzen kann. 15 Sekunden. Dann released er. Er muss halt weit genug kommen, dass ich ihn retzen kann. Shit, echt. Warum habe ich denn ständig solche Leute? Kann mir das einer erklären? Genau das ist, warum ich echt keinen Bock habe, mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Wie ob die Leute das erste Mal in dem Key sind. Jetzt haben wir noch 8 Minuten. Keine Ahnung, ob das jetzt noch ausgeht, ehrlich gesagt. So ätzend. Und dann wäre ich nur noch sauber und mache selber Scheiß, weißt du? Das ist halt das Problem. Jetzt haben wir nochmal Uhr. Den darfst du am besten gar nicht machen mit den Leuten. Geh bloß aus dem Scheiß-Hit raus. Wäre echt sauer. Find shelter. Weißt du, das sind ja jetzt keine Fails, die passieren, weil du dich nicht absprichst im Voice, sondern das ist halt einfach Gimpigkeit, ne? Klar, natürlich sind wir in einer festen Gruppe im Voice, ist immer einfacher, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ist halt nicht notwendig, meiner Meinung nach. Kannst 1920er Key kannst du easy random spielen. Gute Nachrichten, es gibt kein Gladimount mehr in Dragonflight's Hall. Echt? Ich weiß nicht, ob das gute Nachrichten sind. Haben wir jetzt. Hä, wo ist denn deine Mob jetzt gerade hin? Hä, der war doch fast voll. Wahrscheinlich stirbt jetzt einer an der Falle. Ich sehe es schon kommen. Ein Melee wird an der Falle rippen. Bin schon überlegen, ob ich reinlaufe absichtlich, um sie zu soaken. Hier sterben nämlich. Ich ziehe die Mobs mal schnell weiter, weil da sind gleich die Fallen. Dass sie gar nicht die Gelegenheit haben, da drin zu rippen. Ja, das stimmt. Das musst du nicht machen. Jetzt ist halt die Frage, ne? Wir haben jetzt halt keinen Battle Rats für den Endboss. Darf halt keiner rippen. Okay. Heiler hat Mana, auf geht's. Spiel ist jetzt mal safe hier. Bitte holt nichts. Holt nicht den einen Mob. Watch your step. Ich hätte den Heiler-Mob gemacht, wenn ich die wäre. Mir nicht erzählen. Der Magier hat sich schon wegrippen lassen. Schreibt Bro Heal.
Dieser Heiler ist so ein Shitter. Wie kann man denn an dieser normalen Mechanik rippen? Wie? Watch your step. Im Glück kann er anken, ne? Ich habe jetzt dann gleich nichts mehr. Find shelter. Watch your step. Fuck, meine Maus hängt. Puh, bin aber gerade noch rausgekommen. Hab lieber mal noch eine Wall gezogen, falls jetzt da drin stehen geblieben wäre. Watch your step. Ich glaube, der muss sich gerade selber mehr heilen als mich. Find shelter. Watch your step. Ich bin nur überlegen, ob ich noch ein bisschen meine Inka-Delay, falls der Heiler stirbt, dass ich dann ein bisschen aushalten kann. Jetzt einfach das... Der wird ja nicht nochmal sterben. Ich muss den DH... Der Heiler kriegt hier nichts geheilt, ne? Find shelter. Dann mal halt nur ein DD. Watch your step. Ja, das ist gleich OM. Find shelter. Watch your step. Watch your step. Find shelter. Watch your step. Heiler ist halt komplett trocken, mana-technisch. Watch your step. Ich hab halt leider jetzt auch nichts mehr. Mir so eine Convoke schmeißen. Find shelter. Watch your step. Alter. Das kann ich mir nicht erzählen. Ich will nur hier sagen, eine schreibt, Bro, I was healing. GG, guys. Very good tank. Wenigstens habe ich Lob gekriegt. Alter Schalter. Thanks, super. Ja, du. Holy moly. Also, ich schreibe immer nie was Negatives, wenn ich irgendwas... Wir haben es jetzt geschafft. Ich will jetzt einfach nur raus hier und fertig, ne? Es war nur in time. Uff. Also, das am Ende, ihr habt gemerkt, dass ich ruhig war. Und zwar ziemlich ruhig, weil ich versucht habe, einfach nur noch jetzt so defensiv wie möglich zu spielen. Ich will mal gucken, was die Heilung gesagt hat. Wobei, der Heiler hat doch ganz gut was rausgehalten, ne? Also, es war jetzt gar nicht so, dass das nicht viel kam. Aber wir waren jetzt halt die ganze Zeit im Combat. Aber er hat halt zwischendrin ein bisschen was gefressen. Gut, es war jetzt nur in-time. Jetzt habe ich nochmal ein paar Punkte gekriegt.
Sind wir bei 50. Okay, jetzt muss ich noch das andere Ding laufen. Eigentlich ist es traurig, dass er noch in Time war, ne? Nachdem gefrett. Holy moly.